Lass mich raten. Ihr sollt euch helfen, die Goblins zu vertreiben. Genau, mit eurer Hilfe könnten wir zumindest die Bande vor der Stadtmauer vertreiben. Also was sagt ihr? Eine Hand wäscht die andere. Wenn ihr unbedingt weiter nach Westen ziehen wollt, dann kämpft euch zusammen mit uns den Weg frei. In Ordnung, kämpfen wir uns den Weg frei. Ihr habt es gehört, Männer. Vertreiben wir diese Brut von den Toren unserer schönen Stadt. Sind die unbewaffnet? So, dann frisst du mal ein Ignifaxius. Ja, ich bin froh, den Ignifaxius zu haben. Der ist nämlich... Okay, wir lassen uns mal zurückfolgen. Auf geht's. Oh, und Gwendala braucht Munition. Gladys hat noch. Gwendala sollte mal Vorgrim heilen. Für Ardo. Du kriegst einen Ignifaxius. Okay, Vorgrim, trink mal ein. Ich trinke auch am besten ein. Okay. Gladys, ich wäre froh, wenn du die Schamane nicht ausschalten würdest. Wieso überlebt diese Schamanin so viel? Also. Zum Glück kann der Hauptmann nicht sterben. Sonst hätten wir jetzt arges Problem, wenn die ganzen Goblin-Berserker auf uns zurasen würden. Alles klar. Jetzt wird's ernst, die Rezeption. Was für eine Schlacht. Am liebsten würde ich euch sofort für die Stadtwache rekrutieren. Aber jemand wie ihr hat wohl Besseres zu tun, als auf ein Städtchen wie Talon aufzupassen. Hier, nehmt diesen Beutel Dukan als Zeichen von das Anerkennung für eure Taten. Ihr habt ihn euch redlich verdient. Eure Anerkennung akzeptiere ich gern, aber eure Dukaten möchte ich nicht. Verteilt sie lieber an, die Familien eurer Männer. Danke, Geld kann ich immer gebrauchen. Soll das alles sein?
Komm, jetzt sind wir mal ein bisschen der ehrenhafte Zwerg. Immerhin sind die Leute gestorben, während wir bewusstlos waren. Und erlassen den Lohn. Ihr seid wahrlich edelmütig, Brenoir. Das werden wir euch nicht vergessen. Aber sagt mir, wärt ihr noch bereit, Talon noch weiterzuhelfen? Ich hätte da noch einen Auftrag für euch. Eine andere Aufgabe, lasst hören. Alles begann vor einem halben Mond, als uns das Ausbleiben der ersten Besuch des Apfelfestes anfing, Sorge zu bereiten. Ich schickte zwei Speer aus, um den Pilgerpfad Richtung Talon auskundschaften zu lassen. Kurze Zeit daraufhin fing auch in der Gegend um Talon die Übergriffe an. Zunächst waren es Diebstähle, doch bald gab es die ersten offenen Raubüberfälle auf unsere Gütertransporte durch kleine Trupps von Goblins, angeführt von einem Oger. Nach vier Tagen kehrte nur einer der Kundschafter schwer verwundet zurück. Er berichtete von einzelnen Überfällen auf Gehöfte und Reisende entlang des Pilgerpfades. Goblins hätten ihn und seinen Kameraden aufgelauert und er wäre nur mit Mühe und Not entkommen. Wir müssen gegen sie vorgehen, aber dafür müssen wir erst einmal herausfinden, wo das Lager der Plünderer ist. Es muss irgendwo zwischen Talon und dem Rattelzoof liegen. Würdet ihr, das für mich auskundschaften? Das ist eine schreckliche Bedrohung. Ich werde das Lager der Bestie für euch finden. Verlasst euch darauf. Nur für eine angemessene Bezahlung. Ich bin in Eile. Nehmen wir das Erste. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Mit eurer Hilfe können wir dieser Bedrohung vielleicht doch noch Herr werden. Ich kehre wieder, sobald ich das Lager gefunden habe. Die Quest, die Plünderer, wurde aktualisiert. Kann ich nun vielleicht etwas für euch tun? Ich bin auf der Suche nach einem Diplomaten aus Ferdox. Sein Name ist Gerling. Gerling, ein kleiner, dicklicher Mann mit wenig Haaren. Oder ja, der war ein paar Tage lang hier, hat im Gasthaus geschlafen und ich habe ihm einen meiner Männer als Wache angeboten. Lehnte er aber ab. Wo er jetzt ist, weiß ich nicht. Am besten fragt ihr da unseren Bürgermeister. Ihr findet ihn bestimmt bei einem Krug Taloner Apfelwein beim Gasthaus am Marktplatz. Ich möchte über was anderes sprechen. Wegen der Goblin-Überfälle, die Talon plagen. Habt ihr Neuigkeiten? Noch nicht. Ehrenmehr wollte ich mich noch einmal meiner derartigen Mission vergewissern. Ich habe noch einige Fragen zu den plündernden Goblins und ihrem ogrischen Anführer. Fragt euch, ich werde helfen, so gut ich kann. Wer ist dieser Ogre? Die Leute erzählen sich, sein Name sei Bongneva oder so ähnlich. Mehr weiß ich nicht und ich muss auch nicht mehr wissen. Wie haben die Plünderer es geschafft, sich hier niederzulassen? Eine gute Frage. In der Nähe der Städte waren sie anfangs überhaupt nicht zu sehen. Die Brücke scheint als Möglichkeit aus. Sicher hätten sich die Goblins auch an der Stadt vorbeischleichen können, aber der Oger wäre unserem Wachenposten niemals entgangen. Es ist mir ein Rätsel. Es muss irgendeinen Weg geben, den wir nicht bedacht haben. Vielleicht ein Seitenarm des Flusses. Vielleicht findet ihr es ja heraus. Da ist noch etwas, was ich wissen wollte. Ein paar Fragen über das Städtchen. Die will ich euch gerne beantworten. Was hat es mit der Brücke im Osten der Stadt auf sich? Hat die Bestie sie zerstört, wie einige erzählen? Die beiden Steinbrücken hier in der Gegend, die sind schon sehr alt. Womöglich stammen sie noch aus früheren Tagen, als an diesem Ort schon einmal eine Siedlung war. Was den Grund für die Zerstörung angeht, so kann ich euch nur raten, nicht alles Geschwätz zu glauben, was man euch auftischt. Da weder Kaufmann Eirich noch der Bürgermeister bereit waren, Geld in den Erhalt dieser wichtigen Bauwerke zu stecken, wurde die am häufigsten genutzte Brücke nach Prenzheim irgendwann so marode, dass sie vor ein paar Tagen unter der Last eines schweren beladenen Kars zusammenbrach. Die Bestie, Paar, dass ich nicht lache. Ich habe noch andere Fragen zu Talon. Der Brunnen auf dem Marktplatz, was hat es mit ihm auf sich? Ich verstehe, ihr meint sicher das Denkmal darauf. Vor vielen Jahren soll einmal ein leibhaftiger Drache diesen Ort hier unter Beschlag gehabt haben. Eines Tages kam da ein tapferer Ritter und forderte das Ungetüm zum Zweikampf heraus. 12 Tage und 12 Nächte sollen sie gekämpft haben, bis der Ritter den Drachen mit letzter Kraft den Todesstoß versetzte. Aber die Geschichte werdet ihr bestimmt noch öfter zu hören bekommen, wo sie durch die Gründungslegende dieses Städtchens ist. Ich habe noch mehr Fragen. Gibt es außer den alten Steinbrücken noch weitere altertümliche Bauten in diesem Tal? Naja, nicht direkt im Tal, aber bei klarer Witterung könnt ihr im Norden Talons hoch oben auf dem Berg einen steinernen Turm sehen. Wahrscheinlich ein Bergfried oder eine Verteidigungsanlage aus alten Tagen. Wenn ihr euch dafür interessiert, solltet ihr den Pereingeweihten hier im Ort befragen. Soweit ich mich erinnere, weiß er mehr darüber als er zu erzählen als ich. Ich habe noch weitere Fragen. Ihr als Hauptmann der Stadtwache kennt euch doch sicher alle Menschen, die hier wohnen. Werdet ihr bereit, mir über einige Bürger Talons zu erzählen? Sicher, um welche Person handelt es sich? Oh Mann, das sind jetzt noch viele Sachen. Nun fangen wir mit euch an. Wie seid ihr Hauptmann der Stadtwache geworden und wie kommt es, dass ihr so einen guten Ruf... Wir wollen heute mir lieber andere Fragen. Lass uns über was anderes sprechen.
Nee, gerade nichts. Oh, nur aufspüren und gleich Bericht erstatten? Ausbaldowern und ausräumen, ohne dass die dummen Oger es merken, fände ich viel spannender. Mein Atem geht ruhig. Okay, alle Goblins sind despawned. Die beiden leben aber wieder, netterweise. So, die Plünderer. Besiege die Goblin-Plünderer. Die Goblins von den Mountains sind alle tot. So schnell werden sie sich wohl nicht mehr so nah an die Stadt heranwagen. Das Lager der Plünderer. Die Plünderer haben in der Lehe Talon ein verstecktes Lager, vor dem aus ihre Raubzüge starten. Finde das Lager der Plünderer. Der Hauptmann hat mich gebeten, auf meinen Reisen Ausschau nach dem Lager der Goblins zu halten. Solange die Stadtwache nicht weiß, wo ihr Feind steckt, werden sie immer in der Defensive sein. Gut, okay. Also ja, ich kann mich hier auf dem kleinen bisschen umschauen. Und ja, von hier oben hätte man die Goblins super mit Pfeilen behageln können. Ah, ihr seid zurück. Ja, könnt ihr mir was beibringen? Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit. Stäbe. Ich könnte einen besseren defensiven Kampfstil lernen. Gezielter Stäbe. Oh ja, ich muss noch Dings... Ja, mehr Ausdauer für mich wäre nicht schlecht. Und Rüstungsgewöhnung für Forgrim. Besserer Schildkampf wäre allerdings auch nicht schlecht. Nee, aber erst einmal mehr Ausdauer für mich. Aufgepasst. Mehr Ausdauer für Forgrim. Und Rüstungsgewöhnung für Forgrim. Und ja, ich müsste Forgrim noch besseren offensiven Kampfstil. Hammerschlag, das wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn Forgrim es hätte. Aber ja, Finte, gezielter Stich. Defensiver Kampfstil. Und Klingenwand von mir aus. Also Klingenwand und defensiver Kampfstil. Ah. Kann man bei dir Hammerschlag lernen? Nein, nur umreißen. Todesstoß, Niederwerf, Befreiungsschlag, Kraftwurf. Das bin ich. Toll, für Ausdauer bräuchte sie mehr Konstitution. Hehehe. Also noch einen Punkt in Konstitution müsste ich bei ihr stecken. Also ja, ich kann jetzt hier unten an der Stadt entlang und das Ackerland erkunden. Ich kann auch unter der Brücke lang. Nein, ich kann nicht unter der Brücke lang, schade. Ich kann mich halt jetzt hier umsehen. Ach hey, hier ist ein... schöner versteckter Hain. Voll mit Kräutern und so. Und Feinden von hinten.
Okay, ich würde sagen, wir speichern jetzt mal an dieser Stelle. Das wäre LP27, speichern. Und dann kümmern wir uns beim nächsten Mal um die Harpien und die Kräuter und um das weitere Erkunden. Und dann reden wir nochmal mit dem Hauptmann über die Leute in der Stadt. Also, bis gleich.